zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing von der Glossy Box April 2021. Ich bin so gespannt, was da drin ist und wenn ihr es auch seid und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, zunächst ein paar kleine Fakten zu der Box. Sie kostet 15 Euro im absolut flexiblen Abo. Wenn ihr die Box mal ausprobieren wollt, könnt ihr gerne meinen Code nutzen, Franka20. Ich verlinke euch den auch nochmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr 3 bis 4 Euro auf die erste Box sparen. Die ganzen Details dazu stehen unten verlinkt. Und wenn ihr ein Jahresabo abschließt, geht der Preis runter auf 12,50 Euro. Ich persönlich bin ja schon seit 8 Jahren Kundin, habe aber die ersten Jahre auch immer nur ein flexibles Abo gehabt. Hätte mit dem Jahresabo schon richtig viel Geld sparen können, aber als das angefangen hat mit Glossybox, musste man das auf einen Schlag zahlen. Jetzt kann man das Ganze monatlich zahlen und das ist natürlich wesentlich angenehmer. Das heißt, für 12,50 Euro könnt ihr die Box bekommen. Und der Wert ist immer über 50 bis 100 Euro, so im Schnitt. Manchmal haben wir auch wesentlich mehr. Und an manchen Monaten haben wir sogenannte goldene Tickets drin. Und dann könnt ihr nochmal Extras bekommen. Und das ist im April jetzt wohl auch wieder der Fall. Das heißt, es gibt 50 goldene Tickets, die in einer Glossy Box quasi versteckt sind. Ich habe jetzt leider keins drin, aber ich werde euch ein Bild davon einblenden. Denn das hat mir Glossybox schon zur Verfügung gestellt. Mit diesem goldenen Ticket könnt ihr eine Uhr von Purelay im Wert von 150 Euro gewinnen. Das finde ich richtig cool. Und ich weiß auch, dass einige immer fragen, gewinnt man das denn wirklich? Und ich kann euch nur sagen, letztens bei diesen Ostereiern von Glossybox gab es ja auch, ich glaube, 20 oder auch 50 goldene Eier und bereits 2 von meinen Abonnentinnen haben ein goldenes Ei gewonnen und haben das auch in die Kommentare geschrieben. Da habe ich mich total für euch gefreut. Das heißt, falls ihr so ein goldenes Ticket habt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, damit die anderen auch sehen, hey, das und das gewinnt man und so weiter, weil das war schon super interessant und vor allen Dingen freut mich das auch immer für euch, wenn ihr sowas gewinnt. Okay, ihr Süßen, dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt den Inhalt. Am Ende des Videos erfahrt ihr alle Details zur Verlosung, denn ich verlose immer meine eigene Box an euch, denn ich habe sie ja selber auch noch im Abo. Und ich zeige euch dann auch alle Eventualitäten, was ihr drin haben könntet, denn in der Glossy Box ist es immer so, dass nur 3 Produkte jeder gleich hat und der Rest ist quasi variabel. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit den 3 gleichen an und dann zeige ich euch den Rest. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Denn diesen Monat hat Glossybox schon sehr viel geteasert und Sneak Peeks gezeigt auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal gucken. Deswegen weiß ich schon, welche 3 Produkte gleich sind. Ich habe aber noch nicht in die Box reingeschaut. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und ich bin auch auf diese 3 Produkte sehr gespannt. Also gucken wir einfach mal in die Box rein. So schaut es erstmal aus. Da kommt immer ein kleines Heft mit. Woke Up in Spring heißt die Edition. Passend natürlich zum Frühling habe ich meine Frühlingsblümchen wieder rausgekramt und mich ein bisschen sonnig angezogen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich zeige euch am Ende, was in dem Heft alles drin ist. Und übrigens gibt es auch aktuell wieder eine Glossy Box Man. Auch die werde ich euch unten verlinken. Da ist nämlich ein super geniales Reinigungsschaum bzw. Reinigungsgel für Männer fürs Gesicht drin von Elemis. Und das liebt mein Mann. Das hat er auch gerade in Benutzung. Das ist wirklich richtig zu empfehlen. Deswegen schaut da gerne mal rein, wenn ihr was für euren Mann oder Partner oder Freund oder Bruder sucht. Okay, ihr Lieben, dann öffne ich jetzt die Box für euch. Wenn man das öffnet, sieht das erstmal so aus, dass ihr schon mal einen Blick rein habt. Und ich glaube, da ist ein Concealer drin. Jetzt hatte ich natürlich dummerweise, ich wusste nicht, dass das heute kommt. Heute ist Ostersamstag, also wenn ich durch das Video drehe. Und man konnte bei Glossybox schon sehen, dass da ein Concealer drin ist. Die haben wohl 2 unterschiedliche Farben. Und ich habe hier die Farbe 001 und der Concealer ist von der Firma Cap. Aber die Farbe könnte ganz gut passen, die ist ziemlich hell. Im Heft steht übrigens drin, dass ihr theoretisch auch noch eine Nuance dunkler haben könnt. Das heißt, hier sind 2 Farben theoretisch drin. Wonach das jetzt geht, welche Farbe man drin hat, kann ich euch nicht sagen. Ich bin ein hell-mittlerer Hauttyp, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde den Concealer aber auf jeden Fall mal swatchen und dann können wir einfach mal gucken, wie das ausschaut. Oh, das sieht sehr hell aus, muss ich sagen. Man kann ja auch mit Concealer highlighten. Das heißt, falls der euch zu hell sein sollte, könnt ihr das einfach auch für unter die Foundation nutzen, um ein bisschen zu highlighten. Zum Beispiel hier oder in der Mitte des Gesichts.
Und ich verblende ihn einfach mal und schau mal, wie das dann ist. Ja, das könnte aber funktionieren. Das ist ein sehr, sehr schöner Ton und der sieht deckend aus, aber nicht zu deckend, so dass man auf jeden Fall hoffentlich nicht cakey wird. Das werde ich gerne mal ausprobieren. Sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr auftrage. Also es hat nicht so eine massive Deckkraft, sondern so, dass es sich wahrscheinlich auch jetzt nicht total blöd gleich auf Fältchen setzt. Wenn ich das so ein bisschen verteile, hat man einfach so einen leicht aufgehellten Effekt, ohne dass es zu maskenhaft ist. Das finde ich gut, weil ich glaube, dann kann ich den auf jeden Fall auch benutzen. Und dann ist die Farbe nicht ganz so extrem wichtig. Ob sie jetzt zu, wenn sie nämlich dunkler ist, dann könnt ihr damit gut Pickel abdecken. Wenn es heller ist, könnt ihr eher aufhellen. Und somit kann man das wahrscheinlich beides nutzen. Es sei denn, ihr seid mega hell oder ihr seid mega dunkel. Aber wenn ihr so einen mittleren Hautton habt, werden wahrscheinlich beide Concealer funktionieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der hat einen Wert von 15 Euro von der Marke Cap Cosmetics. Und ja, teste ich gerne aus und mache ich auch gerne mal auf Instagram für euch. So, dann das nächste Produkt. Darauf freue ich mich total, denn ich liebe alles, was glänzt. Und zwar ist das ein Highlighter, ein Illuminator, naturell, vegan und eco-friendly steht hier drauf. Das ist so ein kleines Fläschchen mit einem flüssigen Highlighter in einem schönen rosa Metallic-Ton, würde ich sagen. Und der soll wohl sehr natürlich sein von den Inhaltsstoffen. Hier ist zum Beispiel Hibiskus-Extrakt drin. Oh, das hört sich sehr interessant an. Seine seidig weiche Textur mit ätherischem Hibiskusöl kann allein auf Augenbrauenbögen, Schläfen, Oberseite der Wangenknochen oder auch über dem Amorbogen aufgetragen werden. Du willst aufs Ganze gehen? Vermische den Highlighter mit deiner Lieblingsfoundation und verleihe deinem Look diesen angesagten Glow von innen. Okay. Und ich habe auch noch keinen Highlighter drauf, weil das konnte man schon sehen, dass es einen Highlighter gibt. Deswegen freue ich mich jetzt, den zu testen. Also immer gut schütteln und dann einfach erstmal auf den Handrücken, um mal zu gucken, wie deckend ist das Produkt, bevor man sich was ins Gesicht schmiert. Ist das immer sehr empfehlenswert. Also, der ist sehr flüssig. Wow! Okay. Wow, okay, das ist ja super flüssig. Da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Also, ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall erstmal auf die Hand das aufzutragen. Riecht überhaupt nicht stark nach irgendetwas. Es ist ganz schön heftig vom Effekt her. Ich glaube, ich werde mir mal noch einen Tropfen nehmen. Mal gucken, ob das immer so flüssig bleibt. Ja, das ist super flüssig. Das ist sehr wässrig von der Konsistenz. Überhaupt nicht so. Das bleibt wieder so. Ich dachte, vielleicht hat sich das nicht so richtig gemischt, aber das ist anscheinend so. Es ist wirklich ein richtig flüssiger Highlighter. Ich nehme einfach mal meinen trockenen Schwamm und tränke den so ein bisschen mit dem Highlighter. Da bleiben aber gar keine Glitzerpartikel. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt so verteile, bleibt da einfach nur ein schöner Schimmer und ich trage mir das wirklich nur mal ganz wenig, nicht nur auf den highlightenden Stellen auf, sondern als Blushtopper würde ich das jetzt sehen und mache das nur so ein bisschen. Guck mal, was das für einen schönen Effekt gibt. Man darf wirklich nicht zu viel nehmen und ich würde es auf jeden Fall mit einem Schwämmchen machen, einfach so ein bisschen was auf die Stellen, wo ihr eh schon Blush drauf habt. Genau, dafür finde ich es gut, aber es ist für mich kein klassischer Highlighter, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall eher mehr ein Blushlighter sozusagen, ja. Also ein Blush und Highlighter in einem. Also ich würde es eher so in die Mitte zwischen der Stelle, wo man Highlighter und Blush aufträgt, so als Kombinationsprodukt quasi auftragen. Finde ich persönlich noch ein bisschen schöner. Und ich würde mir das Produkt jetzt nicht auf die Nase geben und auch nicht unter die Augenbraue, weil es mir dafür zu rötlich wäre. Aber um es so als Blush aufzutragen, finde ich es wunderschön. Dafür passt es richtig gut. Aber wie gesagt, das muss man einfach im Kopf haben, dass das eher dafür geeignet ist und eher nicht nur als reiner Highlighter. Ne? So, dann machen wir direkt mal weiter. Das nächste, was wir haben, was jeder von euch drin hat, ist ein Körperpeeling. Das finde ich total schön. In so einer kleinen Verpackung, ich glaube, von der Marke hatten wir schon mal was. Oder das sah ähnlich aus und ich fand das grandios.
Das ist die Firma Bayer aus Paris. Boah, das riecht total gut. Das riecht nach Monui, so nach Sonnencreme sozusagen. Das riecht voll nach Sommer und sieht super schön aus. Oh, das werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Das ist genau das Richtige jetzt für den Frühling. Einfach um die Haut richtig schön zu pflegen. Oh, das riecht so gut. Das riecht wirklich nach diesem klassischen Sonnencreme-Duft, ne? Und das ist toll. Hier sind auch ganz viele natürliche Inhaltsstoffe drin. Und es ist Meersalz auf jeden Fall. Jetzt sehe ich, ich habe hier noch 3 weitere Produkte drin. Normalerweise habt ihr in der Glossybox immer nur 5 Produkte. Ich glaube, eins ist ein kleiner Tester, der einfach als Goodie on top reingelegt wurde. Das finde ich richtig cool, nämlich von Santé. Eine Foundation, eine Soft Care Foundation mit Natural Hyaluronic Acid, also Hyaluronsäure. Eine Soft Care Foundation in der Farbe Warm Meadow. Das könnte perfekt meine Farbe sein. Finde ich richtig cool. Eine leichte Formulierung mit mittlerer Deckkraft deckt kleine Unebenheiten ab und schenkt langanhaltende Feuchtigkeit und einen strahlenden Ton mit natürlicher Hyaluronsäure. Also das ist quasi wirklich nur ein Tester, der einfach als Beigabe noch mit zugelegt wurde. Finde ich auch immer toll. Dann habe ich aber auch noch 2 Originalprodukte. Und zwar, das ist jetzt etwas, das hat wirklich nicht jeder, sondern diese Produkte, die ich euch jetzt zeige, die können variieren. Ich habe hier von La Vera Naturkosmetik ein Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Ultraleichte Feuchtigkeitspflege mit Bioalge und natürlicher Hyaluronsäure. Das finde ich ja total toll. Ich liebe solche Sprays. Der Spray kostet 5,99 Euro, ist ein Pflegespray. Kann man den über Make-up tragen? Auch über dem Make-up anwendbar. Okay, dann würde ich sagen, teste ich das direkt mal aus. Ich habe zwar immer ein bisschen Angst, aber ich zeige euch erstmal, wie der Sprühnebel so ausschaut. Ja, das geht. Oh, das riecht total angenehm. Richtig schön frisch, so mineralisch. Oh, das ist ein ganz angenehmer Nebel. Und der Duft ist richtig angenehm. Mineralisch, frisch, nicht süß. Toll. Also das finde ich gut. Mit Bioalge und natürlicher Hyaluronsäure. Spendet einfach Feuchtigkeit. Vor allen Dingen, wenn ihr so das Gefühl habt, dass ihr so nach dem Abpudern so ein bisschen trocken seid, dann ist so ein Spray eigentlich immer ganz schön. Und hier ist auch noch Glycerin drin. Genau, dann spendet das einfach so die Feuchtigkeit. Das habt ihr zum Beispiel auch in MAC Fix Plus drin. Deswegen, das finde ich richtig gut. Noch dazu Naturkosmetik. Auf den ersten Blick ein toller Spray, fühlt sich gut an. Ich habe kein Bitzeln oder so auf der Haut. Hier ist auch kein extremes Parfum drin und auch keine so ätherischen Öle. Also zumindest rieche ich das nicht, dass es mich jetzt irgendwie stören würde. Das finde ich richtig gut. Aber wie gesagt, das Produkt hat jetzt nicht jeder drin. Ihr könnt auch Alternativen von La Vera drin haben oder auch von Alverde. Gäbe es zum Beispiel auch die Möglichkeit, noch ein Fluid drin zu haben oder eine 7-Tage-Ampullenkur. Ich glaube, dass das so Alternativprodukte sein könnten. Und das 5. Produkt und letzte Produkt, was ich in meiner Box habe, ist ein Ultimate Stay Lip Tint Water Fresh von Catrice. Boah, das könnte ein brandneues Produkt sein. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kenne ich auch noch überhaupt nicht. Die Farbe, wie nennt sich die denn hier? Das sieht ja super aus. Never Let You Down 030. Long Lasting Water Fresh Lip Tint. Moisturizing and Caring. Super langanhaltender frischer Lip Tint. Ich glaube, den teste ich gleich mal. Das ist ja super interessant. Bevor ich das mache, zeige ich euch aber, welche Möglichkeiten da noch drin sein können. Also der kostet 3,99 Euro. Sieht echt so aus, als ob das ein ganz neues Produkt ist. Und ihr könnt den auch in ganz unterschiedlichen Farben drin haben. Alles aber so frische, frühlingsrötliche Töne. So Erdbeertöne, Wassermelonentöne. Richtig cool. Oder ihr könntet von Garnier ein wahre Schätze Shampoo drin haben oder sogar eine Matte Masky Eye Mask. Das gibt's auch theoretisch. Oder von Naobai eine Haarmaske. Also das sind alles so die alternativen Möglichkeiten, die ihr drin haben könnt. Oder von Aqua Colonia ein Showergel. Das wäre auch noch eine Option. Also richtig genial, was in meiner Box ist. Ich finde aber auch die 3 Produkte, die jeder drin hat, schon mal richtig schön. Ich zeige euch jetzt als allerletztes einfach mal diesen Catrice Lip Tint und dann fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Also, so, da bin ich jetzt mega gespannt, wie das ausschaut. Ah,
Das hat einen Applikator wie so ein ganz normaler, sage ich mal, Lipgloss. Riecht nach nichts. Krass. Krasse Farbe. Ja, das ist cool. Hier steht auch drauf, das ist Mask-Proof. Also das ist so ein ganz leichter Tint, der im Endeffekt wirklich nur die Lippen einfärbt, ohne dass ihr jetzt großartig Produkt drauf habt. Das ist wie so eine, ja, wie soll man das sagen? Das ist einfach so eine ganz leichte Formulierung, die wirklich nur Farbe abgibt, ohne irgendwie Pigmente, so dass man jetzt, sage ich mal, so einen Film auf den Lippen hat oder so. Meistens ist das auch ein bisschen austrocknender. Aber ich finde diese Farbe gerade mega genial. Das ist eine richtig coole Frühlingsfarbe. Das ist die Farbe 030 Never Let You Down. Also das könnt ihr garantiert im DM kaufen. Ich bin richtig froh, diese Farbe zu haben. Die anderen sehen garantiert auch toll aus, weil, schaut mal, es wirkt schon ein bisschen anders, als das hier abgebildet ist. Die sind einfach ein bisschen softer und nicht ganz so schreiend. Und ich glaube, dass dann alle Farben sehr schön ausschauen werden. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, wenn ihr den drin habt. Und wenn nicht, schaut ihn euch einfach mal im DM an oder in einem anderen Drogeriemarkt. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das ideale Frühlingsprodukt. Dann kann man auch eine Maske aufziehen, ohne dass es abfärbt. Ich probiere es gerade mal. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Kleines bisschen was sieht man. Aber dann ist es auf jeden Fall später wahrscheinlich kussfest. Finde ich super genial. Ich fasse jetzt nochmal gerade die Produkte zusammen, die ich in der Box hatte. Und zwar auf der einen Seite habt ihr dieses coole Scrub mit drin, was jeder drin hat. Das riecht richtig nach Sommer. Ist ein Salzpeeling, riecht nach Sonnencreme. Einfach total schön. Dann habt ihr einen Concealer drin, den es in zwei unterschiedlichen Farben gibt. Den muss ich einfach nochmal richtig ausprobieren. Es sah jetzt aber erstmal auf den ersten Blick ganz schön aus. Dann habt ihr einen Highlighter, den ich persönlich eher als Blushlighter oder Blushtopper definieren würde. Aber ich mag solche Produkte sehr, sehr gerne. Ich finde, der sieht sehr schön aus, sieht trotzdem natürlich aus. Ihr könnt ihn aufbauen oder auch ganz dezent benutzen. Ganz so, wie ihr das haben möchtet. Und das Schönste daran ist eigentlich, dass er sehr natürlich ist. Das heißt, ihr schadet eurer Haut nicht damit, sondern hier sind sehr natürliche Inhaltsstoffe drin. Und das finde ich auch immer gut, ne? Und apropos natürlich, bei mir ging es dann direkt weiter mit diesem Hydro-Gesichtspflegespray von Lavera. Das ist allerdings ein Produkt, was jeder unterschiedlich haben kann. Das heißt, diese drei Sachen bekommt ihr auf jeden Fall in eurer Glossybox. Und ich hatte jetzt eben noch das Produkt drin und diesen Lip Tint. Und da gibt es auch theoretisch alternative Möglichkeiten, die habe ich euch gezeigt. Ich blende euch jetzt zunächst mal hier meinen Gesamtwert ein. Es soll über 49 Euro auf jeden Fall sein, wenn ihr euch die Box bestellt. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, braucht ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, dass ihr gerne teilnehmen wollt. Ihr könnt auch alternativ den Hashtag Glossybox verwenden und schon wandert ihr in den Lostopf. Es läuft bis Ende April und dann ermittle ich einen Gewinner und benachrichtige euch. Falls ihr sie euch bestellen wollt, schaut in die Infobox, da sind alle Details verlinkt. Ich wünsche euch noch ein ganz schönes Osterfest und ein paar schöne Feiertage und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.